Gibt es inzwischen denn aber auch warnende Worte in Israel, dass vor allem die ungelöste Geiselfrage im Gaza-Konflikt nun weiter erschwert werden könnte durch die aktuellen Entwicklungen, auch durch einen möglichen militärischen Gegenschlag? Denn die Geiselfrage ist ja das, was Israel seit Monaten extrem mitnimmt und Netanjahu ja auch deswegen weiter an Rückhalt verliert. Ja, die Geiselfrage ist zweifelsohne, also die Rückkehr der Geiseln ist weiter in die Ferne gerückt, denn der Traum der Hamas, nämlich ein Vielfrontenkrieg gegen Israel, der ist ja gestern Nacht wahr geworden und könnte sich noch mehr bewahrheiten oder noch mehr Wahrheit und Realität werden. Und das nimmt natürlich viel Druck von der Hamas weg, weiter zu verhandeln, weil die Hamas darauf baut, dass Israel so abgelenkt sein wird mit anderen Fronten, dass sie sich um die Hamas im Gazastreifen nicht mehr wird kümmern können. Und so hat die Hamas laut den Angaben des israelischen Geheimdienstes des Mossad gestern eine negative Antwort gegeben auf das Angebot der Amerikaner, das Verhandlungsangebot Yahya Sinwar. So sagt der Mossad, will gar nicht verhandeln, er möchte gar keine Verhandlungslösung, er möchte einen Sieg und er ist sich sicher, dass er diesen Sieg schneller herbeiführen kann jetzt der Hamas, weil es ihm gelingt, immer mehr Fronten zu entfachen hier gegen Israel.